Hello, Prostneia und Broschur. Ich komme von der Müllabfuhr. Man nennt mich nur de Esche Schambes. Ich komme bei Rege, Schnee und Schlambes. Kenn jeden Eimer, jedes Dippe. Entstamme einer Abfallsippe. Frau Saubermann ist meine Tante. Seit ewig klebe mein Verwandte alljährlich schon ihr Beitragsmacke bei der Gewerkschaft Schrott und Schlacke. Mein Opa hat in Mainz vor Jahren der erste Knittelkran gefahren. Von 7 Brüder, faul und satt, sind 6 im Fuhrpark bei der Stadt und dämmern dort mit Jockelseche. Der Rente und dem Dreck entgeige, nur einer, der hat Fetz im Herrn. Wollt ums Verrecken Lehrer werden, jetzt ist die Überraschung groß, mir schaffe der es arbeitslos. Kaum ist der Erste da, da wünsche mir ein gutes Jahr. Und wenn mir dann der Dollste schickt, kriegt der was in die Hand gedrückt. Wir haben Grieche aus Athen. Das Rindvieh hat um 8.10 Uhr morgens in der Vilsbach schon geschellt. Als erstes hat ein Hund gebellt, dann kam die Irma Lahn im Duse. Die hat 2 Dinger in der Bluse, so groß und rund wie der Olymp, da war der Grieche von der Strimp. Und als die sprach von Grand Amour, sprach der nur Prosti Müllabfuhr, braucht dringend einen Opulus. Drum kommen Papadopoulos, dass seh die Mutter macht Geschiss. Ei stammelt der Akropolis, vernasch ich beide, Happa, Happa, erst Opulus und dann der Papa. Bei uns gibt's allerhand Berufe. Mir hole Abfall streng nach Stufe. Ein ausgelernter Dr. Phil, den haben wir vor der Unimüll. Ein Prokurist der Herstadtbank sortiert die Lumpe, Gott sei Dank. Ein Pater mit Kapuz und Quaste, der hält im Dom die Eschekaste und auch im Finsens bei der Nonne. Nur in der Altstadt um die Tonne, da schlare sich die kirchlich Geister. Drum hat der Oberbürgermeister als höchster Chef der Müllabfuhr sich selbst gemeldet für die Tour, ob Rotlattern, Savoy, Royal. In jedem Tanz- und Nachtlokal ist unser Jockelfuchs bereit. Und achtet auf die Sauberkeit, ich habe letztes nachts um 10 mit einem Besen selbst gesehen. Wo mir auch Sinn auf Schritt und Tritt marschiert ein Gastarbeiter mit. Zu denen darfst du gar nichts sagen, sonst kriegst du kleine Frack verhaare. 11 Spanier haben wir, 7 Inde, 8 Jugoslawen und 3 Finde. Zwei Türke fressen im Duett schon Mäunzchen Knoblauch um die Wett. Das ist der Duft der weiten Welt, bringt Baba Freud und Kindergeld. Ein Italiener aus Sizilien schickt jenen Schrott an seine Familie. Die bieten auch als Souvenir und kurz drauf ist er wieder hier. Ein Portugiese hat den Hit, bringt alle Kumpels Rotwein mit. Verkäften uns für dein Geld. Ich habe letzt zur Rett gestellt. Du gute Kassa, Wein daheim. Nein, seht ihr, Massa, Bischofsheim. Mir hole aus der Hinnestpals die Äppel und die Birne als die Bauern auf ihr Mistkraut schütte. Die EWG gibt ja Kredite, mit denen kaufe mir dann Deier in Dänemark die Hühnereier. Dann schicke ich mir nach Russland Butter.
die liefern uns das Hinkelfutter, das wird nach Holland exportiert, das Käse und Tulpe uns serviert und wo Juliana mit Brillante. So setzt Macht in der Holzschuhquande, wobei sie bittet, oh mein Gottel, erhalte uns die deutschen Trottel, die Bauern draußen auf der Ecke, die Bede gibt uns Brot und Trecker, der Erhard dreht im Grab sich um, selbst Adenauer bleibt nicht stumm und rief im Himmel aus der Wolke, Herr Schmidt, was haben Sie uns gemolken? Bis Mumbach raus besuche ich jedes Hinterhaus. Mir kenne unser Pappenheimer ja schon am Inhalt von der Eime. Bei Leid, die gut katholisch sind, leihen freitags immer Krede drin. Wenn Kinderreiche mir besuche, leihen Pembes zwischen Hundekurre. Feine Tore, seine Reste, die lange noch vor ganze Feste. Da finster Mastgänse, solche Brumme. Und Gänseleber, Lachs und Hummer. Da wird gerittelt und sortiert. Die Dose wascht aufs Brot geschmiert. Und die Kollege voller Frei, die sage immer, das sind Leid. Doch gibt es auch bestimmte Zone, wo leider nur Beamte wohnen. Da lohnt sich die Durchsuchung nicht. Die fressen noch die Pixe mit. Nachtdienst hier im Bau. Da war die deutsche Hundeschau. Links waren die Ehrengäste, rechts die Köder. Links waren die Ehrengäste, rechts die Köder. Die Prominenz kam etwas später. Ein Doppermann hat's Bär gewinkelt. Drei Bürgermeister angepinkelt. Und in die Tulpe und Narzisse, da hat er auch neu gehen müssen. Der Sprecher hat das schön gemacht, hat jede Rasse angesagt, doch wie ihr dann zu später Stund noch seht, jetzt kommt ein roter Hund, ist gerade Zufall, hat's gewollt, wen er auf die Bühne getrollt. Ich hab die Brille nicht auf, rief laut ein Maulkorb, den vermiss ich. Betrachten euch, der Kerl ist bissig, der braucht auch Schabi jede Menge, der lässt ja schon das Schwänzchen hängen. Im Stadttheater in der Pause, da leer ich als die Kübel aus, wenn's Publikum Tomate schmeißt. Und so dem Intendant beweist die hohe Kunst in Rheinland-Pfalz, die hängt uns manchmal aus dem Hals. Es fehlt halt Geld an alle Ende. Von der Regierung Prominente, die springen euch auf unserer Bühne. Die Puppenfee macht Frau Laurin. Mit Gästen aus Bonn wird ungeniert die größte Oper aufgeführt. Die Bühne geht auf den Stoltenberg. Steht im Gebüsch als Gardezwäsch, die Heidi Witzorek und Zeul, die hockt im Baum als Schleiereul, der Helmut Kohl, die Motzgestalt, der rief als Freischütz in den Wald, wo bist du, Wildsau, komm heraus, und da erscheint die Josef Strauß. Ich hatte auch letzt einen Lehrauftrag aus Bonn vom Deutschen Bundestag. Ich muss die Müllcontainer warten, die man uns voll geschüttet hatte, voll Dreck bis oben an den Rand, aus Neid auf dieses unser Land. Ist wo was los, gleich welche Ecke, dann sind da, kennst du doch Verrecke, an all dem Eier und Tumult auf jeden Fall mir deutsche Schuld. Ich bin bestimmt kein Chauvinist,
Doch sag ich, weil es Wahrheit ist, wir reichen heute jedem Land zur wahren Freundschaft unsere Hand. Der Scheel reist um die ganze Welt, all sind sie schaff auf unser Geld. Doch darf man uns bei dieser Reise nicht dauernd vor den Koffer scheiße, sonst machen wir den Deckel zu, dann hat die arme Seele Rot. Ich habe in meiner Mülltonne vor kurzem hier die Kapp gefunden, die sicher einer fortgeschmissen, der wollte von Fasenacht nichts wissen. Ich setze auf, guckt hier, sie passt. So werde auch ich zum Enthusiast für unser Vater, stell ich fest, dass niemand aus den Fängen lässt. Ob Müllmann, Bäcker, Gassekehrer, Beamte, Doktor oder Lehrer, ob Bürgermeister, ob Minister, mir kämpfe gegen die Philister und liebe unser Fasenacht. Seht, das ist meins, wie es singt und lacht.